nehmen wir heute wieder ein neues Video für euch. Und heute werden wir wieder Wörter raten. Und wenn wir es richtig erraten, bekommen wir das Geschenk. Ich habe zwei Begriffe für Vicky und Vicky hat zwei Begriffe für mich. Nur wenn man die Begriffe auch errät im Hangman-Style, dann bekommt man das Geschenk. Sonst geht man leer aus. Sonst behalte ich einfach alle Geschenke für mich, wenn Sarina es nicht hinbekommt. Und ich für mich. Jeder behält einfach seine eigenen Sachen und wir können das Video jetzt beenden. Nein, das wäre langweilig. Wer fängt an? Du mit dem Raten, ich mit dem Schreiben, okay? Bist du nervös? Oh ja. Hast du dich vorbereitet? Hast du den Duden auswendig gelernt? Aber wehe, du machst wieder sowas Blödes wie Apfeltauchen. Schreibt mir jetzt in die Kommentare, wenn ihr das Video gesehen habt und Apfeltauchen auch blöd fandet. Das war voll cool. Heute wird nach Bananen getaucht. Nur Spaß. Es beginnt mit W. W, Wunder. Das ist ja schon wieder entlang. Und ein D am Schluss. Okay, eine Zeile, aber trotzdem sehr, sehr lang. Ich rate zuerst ein E. Bitte konzentriere dich diesmal, nicht, dass du wieder alles falsch machst. Jetzt ein R. Ja, der Hügel, der Berg, auf dem du hängen wirst. Wuhu. I. Wow. F. Ich denke hier. Oh nein, das ist ja voll das komische Wort. Ihr könnt auf jeden Fall auch mitraten. G. Nein, natürlich nicht. L. Oh ja, so. Welt schreibt man nur mit einem L. Sarina, weißt du das? Weiß ich. Wellen. Das ist doch richtig so. Das ist richtig, mach weiter. Ich vertraue Sarina zu Recht nicht. N. Wellness. Ja, Wellness. Ups, das ist schon ein Fehler. Wo ist denn jetzt schon wieder ein Fehler? Hier, das, der kommt weg. Wellness hat zwei S. Ups. Es ist nur früh, Leute. Ich bin noch nicht ausgeschlafen. Ja, natürlich. Also eigentlich kann Sarina wirklich gut schreiben. Das glaubt man jetzt nicht, aber es stimmt. Wellness. Dann nochmal 2 S. Wellness Fußbad? Richtig. Aber will ich das haben? Dein Wellness Fußbad. Oh, was ist das denn Verrücktes? Das ist ja echt cool. Guck mal, Vicky, das sind du und ich. BFF Wellness. Komm nur raus, du kleines Fußbad. Okay, das sieht irgendwie gefährlich aus. Oh, die Bubbles sind sogar schon bereit. Ich lese mal die Anleitung durch. Das ist ein Katzenklo. Und ich glaube, das pinke Gerät muss auch da rein. Willkommen in meinem Wellness-Spa. Bitte legen Sie die Socken ab. Hey, du musst sie ausziehen. Ja, okay. Jetzt kommen die Perlen. Ah, die sind kalt, die sind richtig kalt. Bubble, 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 bubble. Noch eine Packung. Halt dich fest, jetzt wird's hier spaßig. Was soll denn das machen? Vielleicht haben wir es falsch eingebaut. Mann, das ist doch Schrott. Aber es fühlt sich cool an. Das ist ein Fußbad, kein Handbad. Das geht auch für die Hände. Ich finde, es stinkt ein bisschen. Wink deinen Füßen. Nee, das sind die Perlen. Das war leider ein riesen Fail. Ich habe meine Socken wieder angezogen und es war keine Entspannung, Leute. Aber es sieht cool aus und es macht Spaß, mit den Händen drin zu spielen. Bubbel, bubbel. Diese coolen sind aber cool. Wuhu! Du kriegst gleich dein zweites Wort, okay? Diesmal beginnt es mit M. Das ist ja schon wieder so lang. Und ein X zum Schluss. Wie soll ich das denn erraten? Welches Wort hat ein X am Ende? E. E? Ja, E. Nein, das ist ja gar nicht drin. Das ist bestimmt wieder falsch. Echt nicht. Okay, dann mach einen Hügel. Ein großer Hügel. R. Ja? Nimm einfach kürzere Wörter, wenn du es nicht hinbekommst. I. 3 I's. Oh, voll das eigenartige Wort. B. Du bist voll gut. Huhu. L. Nö, nö, nö. Und da ist der Balken schon wieder. K. Auch nicht. Mir fällt nichts ein. N. Ist das zufällig eine seltene Schlangenart? Nein. Aber vielleicht ist das Wort nicht deutsch. Na toll. Was hast du dir ausgesucht? Schwedisch? Na endlich. Oh, Entschuldigung. Da steht Rainbow. W. Ich bekomme was mit Rainbow. Weißt du's? Sollte ich's wissen? Ich weiß es nicht. Magic Rainbow Mix. Ja! Aber hiervon wissen erstmal nur wir Bescheid, denn euch haben wir das ja noch gar nicht verraten. Wir haben euch etwas zu erzählen. Anzukündigen. Vom Magic Rainbow Mix. Das hört sich verrückt an. Wir sollten noch mehr dazu sagen. Es ist lecker. Und es ist zum Löffeln. Man kann es essen. Man kann aber auch Cookies draus backen. Schaut mal. Keksteig zum Löffeln. Wir haben unseren eigenen Keksteig zum Löffeln zusammen mit Spooning rausgebracht. Könnt ihr euch vielleicht noch erinnern, für die, die einfach schon mal ganz lange dabei sind, wir haben bereits den Keksteig zum Löffeln, als er noch ganz neu war, getestet. Und wir waren einfach mal Riesenfans. Guten Appetit. Ding, ding, ding. Mmh.
Oh Gott, ist das gut. Ihr merkt, es hat Suchtpotenzial. Sarina ist schon abhängig davon. Und deshalb haben wir jetzt unsere eigene Sorte, die ihr kaufen könnt. Unsere Sorte heißt Magic Rainbow Mix. Die Sorte ist pink und hat Regenbogen-Sprinkles drin, die auch noch sauer sind. Es schmeckt magisch. Wird es schon ab nächste Woche in den Läden geben. Wir blenden euch mal ein, wo ihr den Kekstag überall bekommen könnt. In den Supermärkten wie Rewe oder Edeka und so weiter findet ihr den Teig übrigens dort in der Gegend, wo die Backabteilung ist, also bei den ganzen Backzutaten. Und wenn ihr es da gerade mal nicht finden könnt, dann fragt doch einfach mal bei einem Verkäufer oder einer Verkäuferin nach. Die können euch bestimmt weiterhelfen. Manchmal ist es auch nicht in allen Läden da, aber die können euch bestimmt sagen, wo ihr einen Teig finden könnt. Ihr könnt ihn auch einfach bestellen. Dann kommt er pünktlich zu euch nach Hause. Es gibt ihn auch bei Amazon. Aber wenn ihr ihn direkt bei Spooning bestellen wollt, haben wir auch einen Rabattcode. Der Rabattcode heißt Victoria Sarina. Und mit dem Code müsst ihr keine Versandkosten bezahlen im Spooning Online-Shop. Und jetzt zeigen wir euch, wie das Ganze funktioniert. Das ist baby einfach und schmeckt unglaublich lecker. Alles, was ihr zusätzlich zum Becher braucht, circa ein gehäufter Esslöffel Margarine oder Butter. Und ein bisschen Wasser. Los geht's! Noch sieht es sehr unspektakulär aus, aber wartet mal ab. Und wenn ihr so wie wir zu den etwas fauleren gehört, dann gebt einfach die Margarine oder Butter hier rein. Dann noch 3 bis 4 Esslöffel Wasser dazu rein. Und ihr seht schon die Magie. Das geht einfach viel schneller, als wenn ihr mit dem Löffel rührt und dann tun euch die Arme auch nicht so weh. Und entweder könnt ihr jetzt direkt drauf losnaschen oder ihr befolgt unseren Geheimtipp und stellt den Teig noch für circa eine Stunde in den Kühlschrank. Bis gleich. Aber den Teig hier, den vernasche ich gleich. Lecker. Der Teig ist jetzt frisch gekühlt. Guckt mal, wie schön rosa. Ich bin immer wieder bereit, den Teig zu testen. Ich habe da nichts dagegen. Ich komme auch zu euch nach Hause und bin beim ersten Testing gerne mit dabei. Das schmeckt so lecker. Eine Mischung aus süß und dann kommt nochmal so ein bisschen was Saures. Und für alle, die vielleicht bis jetzt noch nicht verstanden haben, was das ist. Das ist Keksteig zum Löffeln, von dem ihr garantiert kein Bauchweh bekommt. Denn da sind keine rohen Eier drin und auch kein Backpulver. Deswegen könnt ihr das ohne Bedenken einfach so essen. Aber ihr könnt ihn auch backen. Also wenn ihr Lust auf Cookies habt, könnt ihr ihn auch einfach backen. Die Anleitung steht auch mit drauf. Ich löffel das jetzt leer. Also ich würde jetzt gerne noch weiter raten. Ich bin jetzt zum Raten. Ach ja, das ist mein Geschenk. Dann gehört das jetzt aber mir. Ein Löffel noch. Mein Wort beginnt mit N. Nutella. Nein, ich werde sehr klein zum Ende hin. Kontrolliere, das stimmt. Auch gerne Keksteig zum Löffeln. Stimmt. Du darfst raten. A. Falsch. Was? E. I. O. U. Nö, leider nicht. H. Ich sehe mein Geschenk schon wieder davon schwimmen. Das wäre richtig schade, aber ich muss dir verraten, das ist ein krasses, krasses, krasses Geschenk. Oh ja. S wie Sarina. Ja. Oh, das hat Glück gebracht. V wie Victoria. Nö. Vicky ist ein Pechvogel. N. C. Ich muss falsch liegen. Was denkst du denn? Nein, das ist es nicht. Ich rate weiter. T. Eine Nintendo Switch? Nein! Das ist doch eh wieder nur ein Fake. Jetzt bekomme ich irgendwas. Als würde Vicky eine Nintendo Switch kaufen. Wieso vertraust du mir nicht? Bitteschön! Das ist nur ein Spiel. Ich wusste es, dass ich keine Nintendo bekomme. Hier! Was? Die gehört jetzt mir? Wenn ich mitspielen darf. Du bist verrückt! Dankeschön! Damit hat sie jetzt nicht gerechnet. Yay! Wir haben es geschafft zu installieren. Jetzt kannst du losgehen mit dem Spiele Spaß. Das ist so klar. Vicky macht sich gleich mal als erstes selbst. Soll ich das nehmen? Kannst du keinen freundlichen Mund machen? Wer bist du? Ich bin Peach. Ich will Peach im Katzenkostüm sein. Los geht's. Ich habe ein bisschen Angst. Halt dich fest. Ich habe kein Mitleid mit dir. Ich bin links und Sarina ist rechts. Nur damit ihr wisst, wer hier der Verlierer ist. Wow, hast du dich gerade überholt? Ja, klar. Jetzt schieb ich einen Superpilz ab. Du bist erst. Ich bin erst. Hey, du. Ich hab dich überholt. Ich ramm dich. Haha, das war ich. Wow. Ich krieg dich. Ich bin ganz knapp. Oh nein. Ich hatte einen Panzer getroffen. Jetzt bin ich Fünfter. Hallöchen, ich komme dich holen. Wieso bist du denn so schnell? Das ist die letzte Runde. Hallo, tschüss. Nein. Ich bin so glücklich, ich brauche gar nicht noch ein Geschenk. Okay. Aber wenn du schon dabei bist... Da kommst du eh niemals im Leben drauf. Ist einfach viel zu lang. A. Ja. E. I.
Das ist wirklich ein schweres Wort. Oh, nö. U? S. Das hat vorher auch Glück gebracht. Da ist einfach jeder Buchstabe drin, weil das Wort zu lang ist. R. Frisure. Frisuren. Hier ist noch ein R. Warte mal. Du vergisst ja die halben Buchstaben. Lass mich das mal angucken. Da gehört ein H. Frisuren, H. Transplantation. Falsch. Oh, sie ist streng. Wenn du das jetzt nicht hinbekommst, dann bist du echt schlecht. C. C? Wie kommst du denn auf C? Aber es stimmt. Frisuren, H, Piercings. Boom, boom. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Piercings. Frisuren, Haar, Piercings. Sarina hat es trotzdem hinbekommen. Das sind also Haarfrisuren. Frisuren, Haar, Piercings. Und die biegt man dann, glaube ich, auf. Und dann kann man so Frisuren verschönern. Vicky, du darfst dir schon mal welche aussuchen. Ich werde das an dir testen. Ja, ich will. Oh, ich will die Blätter. Ja. Normalgarten auch. Cool. Die Frisur ist jetzt schon mal fertig und das wollen wir jetzt mit den Piercings bestücken. Ich war ja eher dafür, dass man das vorher mit einflechtet. Hey, wie soll das gehen? Oh, und erst mal so ein Anhänger. Das erste Haarpiercing. Wie niedlich. Noch eins. Und die Nummer 2 mache ich hier oben hin. Tut auch gar nicht weh, im Gegensatz zu anderen Piercings. Ich bin sowas von begeistert. Das sieht einfach mal so cool aus. Vicky, machst du es mir jetzt auch? Natürlich. Willst du es in Silber? Wie gefällt euch das Ergebnis? Nicht vergessen, ab nächste Woche gibt es unseren Keksteig zum Löffeln, den Rainbow Mix, in den Läden. Schickt uns unbedingt Fotos oder Videos, wo ihr ihn probiert. Und lasst dem Video super gern einen Daumen nach oben da. Essen sagt Tschüss!